Nicht viele vermögen es, sich an mich heranzuschleichen. Aber du hast mich erwartet. Nur später. Nach all den Folterungen, die Fury für mich aushecken kann, kommst du dann als Freundin. Als Balsam. Und ich vertraue mich dir an. Was hast du mit Agent Bodgen gemacht? Ich habe seinen Horizont erweitert. Und wenn du gewonnen hast, wenn du dann der große König bist, was passiert dann mit seinem Horizont? Ist das Liebe, Agent Romano? Liebe ist etwas für Kinder. Ich stehe in seiner Schuld. Erzähl's mir. Vor meiner Zeit bei S.H.I.E.L.D. habe ich... Nun ja, ich habe mir einen Namen gemacht. Ich habe sehr spezielle Fähigkeiten. Für wen ich sie einsetzte, war mir egal. Oder gegen wen. Ich bin als Feind mit S.H.I.E.L.D. in Berührung gekommen. Agent Barton sollte mich umbringen. Er hat sich dagegen entschieden. Und was wirst du tun, wenn ich gelobe, ihn zu verschonen? Nicht dich rauslassen. Oh nein, aber das ist äußerst entzückend. Deine Welt auf Messerschneide und du feilst um einen Mann. Regime stürzen jeden Tag. Ich trauere deswegen nicht. Ich bin Russin. Oder ich war's. Und was bist du jetzt? So kompliziert ist das gar nicht. Ich habe Schulden an meinem Konto und die will ich begleichen. Kannst du das? Kannst du so viel Schuld wirklich ausradieren? Dreykovs Tochter. Sao Paulo. Das Feuer im Krankenhaus. Barton hat mir alles erzählt. Deine Schuld ist erdrückend. Sie ist getränkt mit Blut und du denkst, einen Mann zu retten, der weniger rechtschaffen ist als du, ändert das? Das ist nur dumme Gefühlsduselei. Du bist wie ein bettelndes Kind. Bedauernswert. Du lügst und mordest. Im Auftrag von Lügnern und Mördern. Du gibst vor, anders zu sein. Deinen eigenen Kodex zu haben. Etwas, das all das Grauen sühnt. Aber es ist ein Teil von dir. Und es wird niemals weichen. Ich rühre Bart nicht an. Nicht bis ich ihn dich langsam und inniglich umbringen lasse. Auf jede Weise, die du fürchtest. Und dann lasse ich ihn erwachen, gerade lang genug, um sein Werk zu sehen. Und wenn er schreit, dann spalte ich seinen Schädel. Das ist mein Angebot, du erbärmliches Weib. Du bist ein Monster. Oh nein. Das Monster hast du hergeholt. Also, Werner. Das ist dein Plan. Was? Loki will den Halken fesseln. Haltet beinahe im Labor fest. Ich bin auf dem Weg. Und schicken sie uns Tor. Danke. Für deine Kooperation.